Weil letzten Endes da drin ja auch in diesen Gesprächen im Zweifelsfalle dann auch die Information enthalten ist. Und man das ins Internet stellt und dann ist eigentlich schon gut, dann kann man darauf verweisen, ne? Das ist also im Prinzip sehr durchaus auch interessant, denke ich mal. Und ja auch letzten Endes die Idee, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Internet nutzen, um mit den Leuten zu kommunizieren und da eine Art Gemeinschaft zu bilden. Denke ich schon, dass das also eine von den Dingen ist, die wir auf jeden Fall sehen sollten, dass wir die jetzt geregelt machen und angehen. Oder gleich einen Hackerspace mit einrichten. Von wegen Open LAN, Open Wi-Fi, weiß ich was, ein paar Bewegungen. Sagen, wir stellen da ein paar Server rein. Ja, neulich habe ich schon mal mit zwei Kollegen, Bekannten aus dem Internet gechattet in Sachen Cannabis-Feiertag. Der eine war ein Deutscher, der andere war beziehungsweise ist. Der andere ist aus Indien. Marburg, was da im Clou, oder was? Ja. Haben die dann, gibt es denn da nicht eine Möglichkeit von da aus hier Skype-Direktschaltungen nach Uruguay zu machen, dass wir zumindest mal ein bisschen aufnehmen können und ein bisschen, dass ich Material zusammenkriege, weil dann habe ich nicht nur, dass mir das im Prinzip Spaß macht, ist ja auch ganz unterhaltsam, sondern dass man da halt auch, ja, irgendwie, wir müssen ja was produzieren. Das ist ja durchaus auch so, ist ja auch der Ansatz ein bisschen bei eurem Acker da mit dem Dreisat da Kompetenz machen, beziehungsweise zu sagen, das können wir auch. Wir können uns selber live streamen, dafür brauchen wir euch nicht. Also von daher gesehen, da immer wieder was ins Internet zu stellen, das sind ja auch bei den Kickstarter-Angeboten, kommt das ja auch vor, dass die Leute sagen, einmal die Woche gibt es hier ein Smalltalk oder ein Video oder irgendwelche Berichte von unseren Sachen und so. Und da denke ich, sollte man schon mal mit anfangen, ne, dass man da auf was verweisen kann. Das würden wir sagen, das ist Open Source und machen Crowdsourcing auch. Dass wir dann im Prinzip von Grund auf damit auch anfangen müssen, ne? Also jetzt schon mal alles immer dokumentieren und auch die Diskussionsstränge und Gedankengänge letzten Endes zumindest ansatzweise im Internet dokumentieren und dann wiederum sagen zu können, ja, ist alles online. Könnt ihr ja gucken, ist ja nachvollziehbar mittlerweile schon. Dann könnt ihr ja sehen, wie wir das versuchen zusammen zu erarbeiten. Und von daher gesehen bleibt einem fast nichts anderes übrig, als, wie gesagt, zu sagen, wir müssen hier echt Sessions machen, die ja, regelrecht vereinsmäßig regelmäßig stattfinden. Und dazu brauche ich halt einfach jemanden, mit dem man das alles testen kann. Mal hier ein bisschen versuchen, Bildschirm mit dir zu teilen und so Sachen aufzunehmen, dass man sehen kann, ob das und wie man das dann benutzen kann für Produktionen in YouTube und so. Also Bildschirmmitschnitt und was weiß ich, Webseiten zeigen oder erklären, Tutorials machen und so ein Kram. So, ich suchte aber jetzt eigentlich, weil ich habe mal in Anführungszeichen, eine Annonce aufgesetzt, also innerhalb des Profils von einem Cafetero-Club, einen Artikel in Sachen Crowdsourcing für, wir brauchen vernünftige Fotokamera, um unsere Projekte zu dokumentieren. Das sind die Objektive noch von meiner Fotokameraausrüstung. Darunter ist ein Video, wie man die Objektive an heutige Sony-Kameras drankriegt und dass man damit dann fotografieren kann, beziehungsweise filmen, wie immer dazu die zugehörigen Bit- und Leitcoin-Adressen. Und unten drunter habe ich dann jetzt einfach von dem hiesigen eBay was die Sachen kosten, dazu gepackt, um dann zu sagen, okay, wir brauchen, um uns eine vernünftige Kamera zu kaufen, damit wir hier mal vernünftig sowohl die Clubaktivitäten präsentieren können, als auch, weiß ich, kleine Ausflüge in die Region.